Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum ersten Kindergottesdienst im neuen Jahr. Oh, das ist ja heute richtig schön hier. So viele Herzen. Das gefällt mir. Da fühle ich mich richtig wohl. Und was hängt denn da? Da steht ja noch was drauf. Ja, Wilma. Hast du denn schon gelesen, was da steht? Nein. Na, dann lese ich dir das gerne vor. Da steht, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig? Was bedeutet das denn? Heißt das wohl, dass ich barmherzig sein soll? Wie geht das denn, barmherzig zu sein? Wilma, ich kenne eine Geschichte in der Bibel. Die können wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und ich glaube, danach wissen wir zwei, was barmherzig sein bedeutet. Jesus erzählte einmal eine Geschichte von einem Sohn, der keine Lust mehr hatte, zu Hause zu leben. Er ist zu seinem Vater gegangen und hat ihm gesagt, dass er sein Erbe gerne haben möchte. Und er hat es von seinem Vater bekommen. Der Sohn ging also weg von daheim. Er hat ganz viele Partys gefeiert, schöne Kleidung angehabt, aber irgendwann hatte er nicht einmal mehr Geld, sich etwas zu essen oder trinken zu kaufen. Als ihm das aufgefallen ist, musste er sich schnell eine Arbeit suchen. Er durfte bei einem reichen Mann auf seine Schweine aufpassen. Das war nicht gerade eine schöne Arbeit. Es hat gestunken. Viel Geld hat er dafür auch nicht bekommen. Und er hatte doch so sehr Hunger. Sogar die Schweine haben wenigstens was zu essen, dachte er, im Gegensatz zu mir. Aber auch das Futter der Schweine durfte er nicht essen. Beim Nachdenken an seinen Vater ist ihm aufgefallen, dass es dort den Arbeitern seines Vaters besser ging als ihm gerade. Seine Entscheidung stand fest. Er geht wieder nach Hause zu seinem Vater. Nicht als Sohn, sondern als Knecht will er sich einstellen lassen. Aber wie sauer oder enttäuscht wohl mein Vater sein wird, dachte der Sohn. Die letzten Kilometer vor seinem Haus zu Hause erschienen ihm sehr lange und er überlegte oft, wieder umzukehren. Kurz vor seinem Zuhause sah er, wie die Tür aufging und sein Vater ihm entgegenrannte. Er umarmte ihn sogar, obwohl er doch nach Schwein und Schweinestall stank. Der Vater hatte sich so sehr gefreut, dass er laut rief, »Er ist zurück! Lasst uns ein großes Fest feiern!« Sie feierten also ein Fest. Der Vater liebte seinen Sohn immer noch so sehr und ist so froh, dass er wieder da ist. Der Sohn war erleichtert und dankbar darüber, dass sein Vater so barmherzig zu ihm war. Er dachte, nie wieder würde ich von hier weggehen. Jetzt habe ich verstanden, was barmherzig ist. Ich muss einfach wie der Papa sein und anderen vergeben können. So ist es. Andern vergeben können ist barmherzig sein und es gut mit ihnen meinen und helfen und für sie da sein, das ist auch barmherzig sein. Einfach die Liebe, die Gott dir schenkt, an andere weitergeben. Einfach so, ohne dafür was zu bekommen. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum da so viele Herzen hängen. Weil barmherzig sein etwas mit meinem Herzen zu tun hat, also wie ich zu anderen bin. Das probiere ich doch gleich mal aus. Ich liebe Jesus, ich bin mein Herz. Ich liebe
Ich will.